Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Euro Truck Simulator 2. Tag in Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Euro Truck Simulator 2. Und ich suche den Auftrag innerhalb von Frankreich. Deutschland, Italien, Italien, Italien. Völlig für den Arsch. Das heißt, ich penne jetzt. Eine Runde. Dann hoffe ich, dass ein besserer Auftrag da ist. Zack! Und schnarch. So, dann haben wir wieder Lucky Lucky hier. Auftragsangebot. Nicht schneller Auftrag. Blödsinn. Hätte ich jetzt nicht hierher fahren müssen, wenn ich irgendwie nur mit einem Fremdtruck fahren hätte wollen. So, schauen wir mal, ob es was Neues gibt hier. Spanien, Griechenland, Italien, Italien. Das ist doch für ein Arsch, ist das doch. Kann ich nochmal schlafen? Ja. Das ist doch zum Kotzen, ey. Ich fahre doch nicht extra hier nach Straßburg. Jetzt aber. Jetzt muss mal wieder was nachkommen, was Neues. So. Es ist doch zum Kotzen. Schweiz. Das ist zumindest so ein bisschen in die Richtung noch. Das wäre eine Notlösung, dass ich erstmal weiter nach Westen, das ja mehr Südwesten ist, fahre. Kann ich nochmal schlafen? Ja. Dann schlafen wir einfach nochmal! Dann sind wir mal so richtig ausgeschlafen. Außerdem ist dann wieder hell. So, und jetzt kann ich nicht mehr schlafen. Jetzt muss hier gefälligst was Ordentliches sein. Sonst werde ich stickelig. Straßburg. Das ist doch zum Eiern hier. Straßburg, Straßburg. Na gut, dann nehmen wir halt das mal. Da vergeht auch ein bisschen Zeit. Bin ich immerhin in Frankreich unterwegs. Vielleicht kann ich danach ja wieder schlafen. So. Hätte ich mir jetzt auch nicht zu träumen gewagt, dass ich jetzt innerhalb von Straßburg rumfahre, ey. Mann, Mann, Mann. So, anderer Maßstab, bitte. In der Hoffnung, dass danach wieder was Neues im Angebot ist und ich vielleicht noch 8-mal schlafen kann. Sonst müsste ich wirklich auf blind irgendwo weiter nach... Ja, da muss ich halt einfach so irgendwo in die Stadt reinfahren. Das mache ich dann auch. Dann fahre ich einfach so nach Orléans. Ohne Auftrag. Ich habe eh viel zu viel Geld. Ha! Das wäre ja gelacht. So, da vorne rechts. Piep, piep. Jetzt haut die Kohle aber auch wieder rein hier. Einkommen 13.000 Öcken hier von Katharina, Katharina. Blinken. Eigentlich läuft der ja schon ein bisschen schwuppig da drüben, ne? Schwuppe! Hat nicht gehört. Ist doch wohl keine Schwuppe. Okay, links. Ist ganz schön groß, das scheiß Straßburg. Ist das schon die Einfahrt? Haben die eine eigene Straße als Einfahrt? Ich kann es nicht fassen, ey. Das ist mal eine große Firma. So, der nächste Franzose, der jetzt sterben muss. Zack! Ja, da gibt es ja nur den einen. Baumstämme. Das erinnert mich daran, dass ich auch Spin Tires ausprobiert habe. Spin Tires. Das war sehr simulationslastig für mich. Das ist im Vergleich zu diesem hier etwas sehr simulationslastig. Wo ist denn dieser blöde Kackauflieger bitte jetzt? Okay, das ist relativ einfach. Ich bin ja relativ wendig jetzt hier mit dem Ding. Schlubbelibub! So. Das sollte wohl gerade noch zu schaffen sein für den Herrn Frenkel. Zack. Andoggen, wegfahren die Karre. Und dann hoffen, dass wir wieder was Neues haben. Orléans, wäre mein Traum, ey. Einmal nach Orléans sich eine Jungfrau suchen und dann einfach mal drauf ablegen. Und wie durch ein Wunder steht da ein neuer Franzose, der jetzt sofort wieder sterben wird. Pff. Rechts abbiegen. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Ist das mein erster Aufenthalt in Straßburg? Ich habe nicht aufgepasst. Naja, egal. Komm. Ich fahre jetzt, wenn es sein muss, immer nur innerhalb von Straßburg hin und her. Solange bis ich irgendwie ein Ziel habe. Eine Stadt, die ich noch nicht kenne. So.
Ich habe gar nicht geguckt, was gibt denn das an Kohle? Innerhalb einer Stadt, das kann nicht so viel Geld geben, ne? Egal, ich bin einfach so glücklich, wie ruckelfrei dieses Spiel läuft und vor allen Dingen so bugfrei und auch so kompliziert, unkompliziert im Vergleich zum OMSI. Hoppla. Das war gerade ein bisschen grenzwertig, Herr Frenkel. Jetzt geht's Richtung Zürich. Habe ich irgendwas Falsches angenommen? Jetzt hat er ganz schön zu schleppen hier gerade. Was ist das für eine verfickt große Stadt, ey? Ich glaube, ich muss mal aussteigen und mir die mal angucken. Mache ich jetzt dann auch gleich, aber jetzt liefern wir erstmal ab. Geradeaus wieder, oder was? Ja. Was hat der für eine Hupe nochmal? Eine Naja-Hupe. Okay, jetzt müssen wir hier einmal rum. Einmal durch den Kreisel. Tempo 40. Das erinnert mich, glaube ich, an meinen allerersten Unfall, den ich hatte im Spiel. Also den ersten richtigen. Als ich da irgendwie diese Kurve, die mit Tempo 40 gekennzeichnet war, auf die Autobahn raufgefahren bin und noch gefragt habe, warum ist hier Tempo 40? Und dann war es vorbei. War sehr lustig. Für euch. Für mich nicht. Aber das ist echt eine verdammt riesen Stadt, ey. Das kann doch gar nicht wahr sein. Das muss ich gerade nochmal schauen. Wo führt der mich denn hin? Das soll hier noch zu Straßburg gehören? Das ist ja unfassbar! Jetzt fahre ich mal rechts ran, ey. Ihr spinnt doch. Mal kurz aussteigen. Das will ich jetzt aber schon mal genau sehen. Bevor ihr jetzt wieder in die Kommentare schreibt, oh Mann, wie geht denn das? Wie kannst du denn aussteigen? Oh, guck mal, ein Zug. Ich habe dazu ein Video gemacht. Ist das der TGV? Der irgendwie 500 Kilometer pro Stunde fährt. Ich habe dazu ein Video gemacht. Müsst ihr einfach mal meine Dings durchgucken, meine Playlist. Meine Euro Truck Simulator 2 Playlist. Da war irgendeine Folge dabei mit Free Fly bla. Die Stadt ist gar nicht so groß. Die ist nur so aufgedröselt, oder? Na doch, da kommt da schon einiges an hier. Hölle, Hölle, Hölle. Aber da muss ich ja gar nicht hin. Ich muss ja ganz woanders hin. Okay, fahren wir weiter. Komm. Machen wir unseren Job. Wenn das jetzt zu Straßburg gehört, dann weiß ich aber auch nicht mehr, ey. Ist ja eine halbe Weltreise. Vor allem, ich muss den ganzen Scheißweg wieder zurück, wenn ich dann nochmal einen anderen Auftrag annehme. Ich habe, glaube ich, dann die Schnauze voll. Ich fahre dann einfach irgendwie einfach so nach Orléans. Egal, ob ich einen Auftrag habe oder nicht. Das gibt's ja nicht, ey. Wie weit ist das denn noch? Na gut, aber da ist auch schon wieder so ein Stadtteil quasi. Ein Gehöft. Scheint doch sich ein bisschen ausgebreitet zu haben. So, jetzt komm. Der DAF ist sehr bunt da, was das Cockpit angeht. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Da ist so viel Grün und Gelb und Rot und Blau. Also da kriegst du fast schon einen Zuckerschock hier, wenn du das so anguckst. Aber schon irgendwie cool. Aber er hat halt keine PS, das ist das Nervige. Er ist eine Schnarchnase. Oh Gott, ey. Ich wollte eigentlich innerhalb von Straßburg was machen. Vielleicht bin ich, keine Ahnung, vielleicht ist das ein anderes Straßburg. Das ist in Afrika oder so. Keine Ahnung. Mann, Mann. Katalin ist im Level aufgestiegen. Sehr schön. Ich habe ja nur Frauen im Team, ne? Wisst ihr wahrscheinlich, ne? Ich habe nur Frauen angestellt. Das ist wegen der Frauenquote. Die muss bei mir einfach mal 95% sein. Ich darf schon ein Mann sein, weil ich bin ja der Chef. So, was ist jetzt da vorne? Neue Fahrbahn, schön. Ah, jetzt mal ernsthaft, das ist doch nicht Straßburg. Aber da oben steht's, Straßburg nach Straßburg. Vor allem der Witz ist, ich hole Baumstämme in der Innenstadt ab, um sie dann auf ländlichem Gebiet irgendwo zwischen lauter Wäldern zu verkaufen, oder was? Das ist doch völliger Bullshit. Ich glaube, das haben die noch nicht so weit bedacht. Das ist echt wirklich so, als ob du irgendwie Gefrierschränke am Nordpol verkaufst. Das ist doch völliger Bullshit.
oder als ob du Eule nach Athen trägst. Ja? Ich bin ja auch hier für einen Bildungsauftrag zuständig. Ihr solltet bei mir auch was lernen, deswegen lerne ich euch, lehre ich euch da mal ein paar schlaue Sprüche. Eule nach Athen tragen zum Beispiel. Oder das ist wie Pitbulls nach Berlin tragen. Das ist auch eine bekannte Redensart. Habe ich mir gerade ausgedacht. So. Ah, jetzt werde ich rechts überholt, ey, du Sau. Du nutzt mich nur aus, weil ich einen LKW habe. Ah, jetzt muss er bremsen, weil vor ihm auch einer ist. Ja. Nee, ist alles okay. Ich bin völlig normal. Komm, den schaffe ich noch, bevor ich abbiegen muss. Technik. Das ist das Allergrößte. Ich habe neulich mal, bin ich reingeraten im ZDF in einen Fall für zwei. Das ist ja so eine Krimiserie. Das junge Publikum kennt das wahrscheinlich gar nicht. Ich habe das auch schon ewig nicht mehr gesehen, sondern vor 130 Jahren habe ich das gesehen. Da war das eben noch mit dem Günther Strack. Und jetzt ist das eine komplett neue Besetzung. Und ich wollte es mir mal anschauen. Und tut mir leid, ich kann es nicht ertragen. Es geht nicht. Ich kann es nicht anschauen. Weil da dieser komische Technik mitspielt. Der Technik, dass dieser komische Bärtige, dieser Weihnachtsmann für Sozialhilfeempfänger, der immer im Mediamarkt rumhüpft bei dieser Werbung. Er ist ja ganz lustig, aber ich kann halt leider den nicht ernst nehmen als Schauspieler für einen Fall für zwei. Das geht halt gar nicht. Also, furchtbar. So, haben wir es jetzt bald mal. Das ist ja nicht zu glauben, ey. Ich wollte hier mal ganz kurz in 3 Minuten schnell einen Auftrag machen. Was mache ich? Ich fahre hier quasi von der Westküste zur Ostküste in den USA, oder wie? So, jetzt muss ich aufpassen. Was ist das jetzt hier wieder? Das heißt, es soll abbiegen, ne? Sieht so aus. Piep, 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 piep. Irgendwann pfeife ich ein Lied. So. Wahnsinn, ey. Wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass das so lange dauert. Und links. So, komm. Ist das eigentlich zufällig? Bin ich da schon unterwegs Richtung Orléans? Naja, mehr oder weniger. Könnt einfach da weiterfahren. Wie gesagt, zur Not mache ich das dann einfach mal ohne Auflieger. Ist mir dann auch schon egal. Wird sich halt finanziell schon mit lohnen. Ne? Ah, das hier sieht sehr französisch aus, finde ich. Also nicht, dass ich das beurteilen könnte. Ich war erst einmal in Frankreich. Das ist ungefähr auch 300 Jahre her. Das war Anfang der 90er im vergangenen Jahrtausend. Ja, so sieht's mal aus. Deswegen, da war ich in Paris und dann haben wir so eine kleine Bustour gemacht. Durchs Loiretal. Oder heißt das Loire? 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 Ich weiß es nicht. Loire, 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 Loire. Ach, was weiß ich denn? Gar nichts weiß ich. Ich muss jetzt hier abliefern, verflucht. Wo sind wir denn, ey? Ich dachte, jetzt wären wir endlich da. Jetzt schlängelt sich das noch so weiter hier. Ist ja unfassbar. Habt ihr das gehört? Der Truck hat gerade gemacht. Der hat mich ausgelacht. Das macht er ab und zu. Der macht er. Das ist so wie: Hörst du die Regenwürmer husten? Habt ihr das gehört? Falls ihr übrigens den Eindruck habt, ich drehe gleich durch. Da habt ihr recht! Weil ich langsam ein bisschen genervt bin. Ich möchte bitte endlich meine Tour de France machen hier. Ich meine, ich bin ja jetzt in Tour de France unterwegs, aber innerhalb einer Stadt, die sich irgendwie ausgebreitet hat über 500.000 Kilometer. So, da, jetzt, da rechts, habt ihr es gesehen? Auf dem Navigationssystem, die Fahne, endlich! Verdammter Dreck hier. So, jetzt, die nächste rechts. Ja! Komm, Baby! Haben wir gleich. Loiretal hieß es, glaube ich. Ich glaube, Loiretal ist richtig. Wenn mich nicht alles täuscht, waren da diese ganzen Schlösser auch irgendwie. Was ist das für eine Straße hier, ey? Das hier ist nicht Frankreich, das ist irgendwie, was weiß ich, Bitterfeld irgendwie im Osten Deutschlands, sowas? Ist ja ein Albtraum hier. Tja, die Franzosen. Und ich liefere Baumstämme mitten in ein Waldgebiet. Ist das nicht super?
Ich sehe gerade, wir sind am Ende dieser Episode. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir bitte einen Daumen hoch da. Danke dafür und kommt das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht hier mit dem Euro Truck Simulator 2. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao!